denn jetzt gekommen, Leute? Hier ist Grubb nicht. Herzlich willkommen zu meinem Alien Isolation Let's Play. Ich weiß, ich hänge circa eine Woche hinterher. Aber dafür werde ich es wieder gut machen, indem ich wahrscheinlich ziemlich viel cutten werde. Ich habe mich bei ziemlich vielen Leuten gehört, dass die ersten zwei, drei Stunden eher weniger passieren. Ich schätze mal, ich werde die meisten Szenen rausschneiden. Ich denke mal, die meisten werden auch mittlerweile ein bisschen was von dem Game kennen. Alle wichtigen Szenen lasse ich natürlich drin, aber wenn ich einfach von A nach B laufe und wirklich nichts passiert, dann kann ich das einfach weg, damit wir auch ein bisschen nachholen können und dann einfach mal da sind, wo die anderen sind. Also, wir sehen uns gleich im Spiel, Leute. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Let's Play. Bye, bye. Fun Fact, wir spielen auf schwer, wurde mir von mehreren Leuten empfohlen. Steht sogar drunter, das empfohlene Spielerlebnis. Anscheinend soll man es auf schwer spielen, wahrscheinlich stirbt man sonst nicht mit einem Schlag oder irgendwas. Wie weit? Auch schwer, bis gleich. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrance anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. So, da sind wir auf der Torrance angekommen.
Wahrscheinlich sollten wir hier hingehen, damit wir nicht zu nah an der Stelle unserer Mutter sind, kam mir so vor. Und wir schauen so ein bisschen hier um. Was gibt's denn hier? Ziehen Sie sich an. Okay, mache ich gerne. Habe ich mich angezogen? Nein. Ach so, ups. Soweit ich weiß, ist das auch der erste Raum, den man im Film sieht, oder? Im ersten Film? Kann gut sein. Auf jeden Fall habe ich gehört, dass sehr viele Szenen direkt aus dem Film übernommen werden. Und das finde ich an sich ziemlich gut. Kann ich die mitnehmen? Nope. Wo soll ich mich denn anziehen? Hier ist irgendwo Kleidung. Ah, da. Nee, doch. Was ist das so? Schuhe kann ich anziehen. Ich will Schuhe anziehen. Ich will Schuhe anziehen. Okay, kann ich nicht. Hier was machen? Alles. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwie davon was brauche oder so, aber ich nehme einfach mal alles mit. Ich brauche es ja später noch. Bindemittel. Wahrscheinlich kann ich später irgendwas draus bauen oder so. Naja. Also mir gefällt der Grafikstil bis jetzt wirklich schon sehr, sehr gut. Ist ein sehr hübsches Spiel, kann man nicht anders sagen. Oh, da ist was zum Anziehen, oder? Oder? Nee. Nein, nicht. Nee, ist nicht das, was ich anziehen soll anscheinend. Okay, ich weiß nicht, wo die Kleidung ist, die ich brauche. Ich bin doof. Okay, ich schaue mich erstmal hier vorne um. Sprinten kann ich bis jetzt auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in dem Spiel sprinten kann. Ich habe mir ja wirklich fast gar nichts zum Spiel angeguckt, damit ich es komplett blind machen kann. Das heißt, ich kenne keinen Scare, ich weiß nicht mehr, wie dieses Vieh aussieht. Ich weiß durch die Filme, aber ich habe es noch nicht mehr im Spiel gesehen. Kann man zugreifen. Oh, das Ding sieht aus wie Wall-E. Das ist irgendwie süß. Ach, da ist meine Kleidung drin. Ah. Das war eine sehr schwere erste Quest. Ziehen Sie sich an. Ach nee, ich kriege nicht hin. Ist das ein Fahrstuhl? Ah. Ahaha. Ja, jetzt bin ich nass. Kann mich direkt nochmal neu anziehen, was? Ja. Warum kann ich nicht so einen mega coolen Raumanzug anziehen? So viel sexy. Ja, guck die mal an, man. Das ist so, boah, Dead Space-artige Rüstung und da oben hast du Licht. Ah, Hallöchen, du. Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrents anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einige solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Überschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Wenn du mir sagst, wo sie ist, guck ich nach. Ich werde nach ihr schauen. Dankeschön. Machen wir. Hätte mir hier auf irgendwelche Knöpfe drücken. Ohne Grund. Oh. Sorry. Bisschen Wasser verschwendet. Die ersten 5 Minuten, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Ihr wisst gar nicht, wie unglaublich blöd ich mir gerade vorkomme. Ich laufe jetzt 10 Minuten hier rum, war in jedem Raum und ich finde einfach niemanden. Ich renne jetzt eine halbe Stunde hier rum und rate mal was. Ich habe gerade Lukas gefragt, was ich hier machen muss. Und das Spiel ist buggy. Die Türen müssen eigentlich alle aufgehen, aber es geht nicht. Das heißt, ich muss Spiel neu laden. Bis gleich. Ich bin nicht gerne nackt, deswegen ziehe ich mehr Kleidung an. Schaut euch mal das an. Das war eben zu. Das war eben zu. Da konnte ich eben noch nicht rein. Hi. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Nicht gerade mein Lieblingssong. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sebastopol. Jetzt sind wir dran. Okay, machen wir gerne doch. Ich habe nichts gemacht, war ich nicht. Das war der Wind. Okay, was soll ich einsammeln? Einsatzdokumente, wo gibt's die? Hier? Ja. Einsatzdokument abholen. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrents nicht reinbringen. Handelsschiff Torrents aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Sie befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Marshall? Torrents hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst.
Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Okay, wir sind da. Schauen uns mal ein bisschen um, was hier so abginge. Suchen Sie Hilfe, mache ich doch gerne. Umziehen. Blop. Normale Kleidung da drin? Ah ne, haben wir normale Kleidung drunter. Okay, gut. Hey, aber die sind viel cooler aus als unsere. Aber die sind doch viel cooler als... Okay, halt nicht. Kann ich da rein? Ja. Was war das denn? Das will ich nochmal sehen, ist doch cool. Geh zu! Bitte? Nein? Okay, dann nicht. Schrott. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mit dem Schrott machen kann. Vielleicht später Licht oder Flares oder irgendwas bauen? Wahrscheinlich, ne? Ich meine, für irgendwas muss es ja gut sein. Ich weiß noch nicht was. Aber für irgendwas wird es gut sein. Oh. Also die Atmosphäre ist wirklich Bombe bis jetzt. Kann ich nichts gegen sagen. Mir gefällt das Spiel bis jetzt wirklich richtig gut. Nettes Feuerchen hast du da. Es müsste unglaublich fucking heiß hier drin sein. Aber wie du willst. Ah. Ich will dem Ding nicht trauen. Ich hätte Angst, dass es zugeht, wenn ich durchlaufe. Aber egal. Ey, die bewegen sich echt, wenn ich gegenlaufe. Geil. Fuck yes. Boah. Ich habe das Gefühl, wir haben ihn richtig, richtig gut ins Horror-Game erwischt, ey. Ich finde es irgendwie schade, dass ich es nicht von Anfang an gespielt habe, weil es sieht wirklich richtig gut aus. Boah. Not bad. Not fucking bad. Hey, wir können mittlerweile sprinten. Gut zu wissen. Oh! Au! Au, wo sind wir? Oh, wir haben Leben verloren. Unten links sehe ich das. Aua. Au. Okay, das ist eine Flare. Verflucht nochmal. Okay, schauen wir uns mal um. Was gibt's denn hier so? Leuchtfackel. Das wird helfen. F? Q? Mausrad? Ich habe einen Leuchtfackel, okay. Warte, wie mache ich die an? Ach, R. Okay.
Wow. Da haben wir das Horror-Game, Leute. Sehr geil. Die muss durch, ne? Nee? Doch, muss ich. Boah, das gefällt mir echt richtig gut. Was steht hier? Was gibt's hier denn? Someone new. You always... What? You always know working, Joe? Ich finde den Grafikstil wirklich wahnsinnig gut. Hallo? Ist da wer? Vielleicht. Vielleicht. Zugangscode benötigt. Wir müssen einen Code suchen. Gern doch. Strom wiederherstellen. Ich kann ja sprinten, nicht Trottel. Sollte ich mal öfters machen. Ah, na denn. Okay. Das heißt, wir sind aktuell da. Okay, wird sogar angezeigt, welche Richtung wir gucken. Das ist cool gemacht. Funktioniert hier denn überhaupt nichts? Strom wiederherstellen. Wo gibt's den? Mal sehen. Und da haben wir das Problem gefunden. Aber was mache ich damit? Ich komme mir gerade schon so ein bisschen blöd vor. Guck mal. Da ist eine Tür. Das ist, glaube ich, die Lösung des Problems. Ja, wird sogar angezeigt. Geil. Spiel speichern. Wie ein alter Rasenmäher. So macht man also im Jahr 2125 den Strom an. Okay. Auf Terminal zugreifen. Ja! Yeah! Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Wait, Ende. Naja. Okay. Da waren Leute. Boah. Boah, diese Sounds, ey. Da gehe ich lieber nicht ran. Gut. Medikit. What? Gerät gebastelt. Wir haben Medikit gebaut. Impfpistole, Komponente und Bindemittel. Da kann ich... Ah, okay. Nee, okay, lass ich lieber. Schrott 70. Was brauch ich? Wofür brauche ich das? Ach, Schrott brauche ich für alles. Okay, gut. Gut zu wissen. Soll ich mir das jetzt schon injizieren? Ich weiß gar nicht. Gibt es jetzt schon was? Mach ich mal. Okay, ich hätte vielleicht machen sollen, wo ich nicht ganz so viel Leben habe. Egal. Puh. Wow. Das ist ganz schöne Aussicht, muss ich sagen. Schlecht ist das nicht. Schauen wir, wie es von weiter oben aussieht. Yo. Ich bin hier. Hier drüben. Verlaine. Ich glaube nicht, dass der dich hört. Vielleicht nochmal sagen. Okay. Verdammt. Fuck. Hallo, du. Was, ist da jemand drin? Ah, ne, ist nur ein Licht. Oh, geil. Boah, die Lichteffekte sind echt Wahnsinn. Guck das mal an. Oh, Bindemittel. Brauche ich doch für ein Medikit, stimmt's? Das Ding, was uns gerade eingehört, da würde ich sagen, machen wir einen ersten Cut. Und ihr habt jetzt den ersten Eindruck bekommen. Ich finde das Spiel wirklich sehr, sehr gut bis jetzt. Ich kann mich nicht beschweren. Und ich muss mal gucken, wie viel ich davon weg hatte. Ich versuche es trotzdem so zu halten, dass ihr natürlich alles mitbekommt, was passiert. Aber die Stellen, wo ich ja von A nach B laufe, die mache ich dann wahrscheinlich raus. Außer es passiert halt irgendwas atmosphärisch Gutes, dann bleibt es drin. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Part wieder, Leute. Euer Crocodile, bis dahin. Bye, bye. Ich habe noch Flares dabei. Okay, ist mich gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht wie. Ich hoffe, nachzuladen. Jedes Mal. Das ist dumm. Ups, was habe ich gemacht? Ich habe Tab gedrückt. Ach, Tab ist Pause. Okay. Aber ich habe ja Flares dabei. Ich weiß nur nicht, wie ich die benutze. Ah, C. Okay. Wenn ich die Dinge auf die werfe, dann scheine ich anscheinend keine Angst vor mir zu haben. Okay. Hier ist irgendwo was.